Der war draußen, der war draußen. Did you see that? Was kann man hier noch? Siehste, guck mal, der kleine Junge spielt mit den beiden erwachsenen kriminellen Jungs. Oh. Das kann ich gut. Das sagen alle. Ask you something personal. Yeah, sure. Jetzt muss ich immer auf die Nase und auf den Bart gucken. We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. Das hätte ich hier nicht zugetraut. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Das hätte ich jetzt ihr wirklich nicht zugetraut. Die sah so unscheinbar aus. So lieb. Ja, genau. So sind die meisten, wenn sie lieb aussehen, dann stimmt was nicht. Ey, dann stimmt was nicht. Heirate Ware, was geht denn? Schnell Thema wechseln. Ja. Ja. Alright, keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Da laufen viele Frauen mit Kleinkindern rum. Mhm. Kann er nicht seine Frau sein, hallo? Jetzt musst du die Familie finden, okay. Okay. Das ist der Schickimicki. Wir müssen ja genug gucken, da wo der gelbe... Warte, das ist doch der Opa, der doch eben beim Einkaufen mit dabei war. Hm, okay. War der beim Einkaufen? Da war im Hintergrund ein Opi. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ich glaube, du, bei dir sieht schon gut aus, oder? Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Wer ist das? Play Baseball. Oh, sie wartet auf ihren Mann mit dem Teil. Ist das mein Junge? Oh. Oh, ich würde es einmal versuchen, gib mal her. Sie sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein Drogenopfer. Ich meine, sie wartet auf ihren Mann mit einem Baseballschläger. Das sieht schon nach einer vertrauensvollen Beziehung aus, muss man ja sagen. Yeah. Sie hat auf jeden Fall, also er hat auf jeden Fall die Hosen an, ne? Sie nicht, natürlich nicht. Oh, verdammt. Was machst du denn da? Baseball. Oh, hast du schon Freunde gefunden hier, was? Ja! Cool. Die tragen die gleiche Unterwäsche. Und dachte ich, komm, da mache ich mit. Wo hast du das denn mitgekriegt? Och, ist es dein Ernst? Yeah! Okay, gib auf. So when was the last time you saw her? Das könnte jeder sein. Every day. Oh yeah? Ah. Where's she at? Da seid ihr. You don't know what you're okay, just continue. Am Ende der Straße. Let's play Akut. Hi, was geht? Harte Ware. Themawechsel, habe ich gesagt, weil wir haben doch darüber gesprochen, alle, die immer so lieb aussehen, dass sie meistens überhaupt nicht lieb sind, dass meistens faustig hinter den Ohren haben und deswegen habe ich einfach mal ganz schnell das Thema gewechselt, auch wenn ich es jetzt nochmal anspreche. Die Straße darunter sollten wir mal gehen. Mhm, gerne. Ja, aber, also da war ja die Frau mit dem Baseballschläger. Bei mir ist halt so, hier ist ein Junge, aber ich kann mit dem nichts anstellen.
Oh, das hört sich sehr falsch an. Ich kann halt mit dem nicht reden. Ja, das klingt wirklich komisch. Weißt du, da drin, der schaukelt da. Der Boden öffnete sich und Höllenfeuer stieg empor, schreibt gerade Hellfire. Hi, herzlich willkommen. Sehr gut. Ja, mit dem kann man auch Baseball spielen. Ja, okay, ist so. Ja, ist oft so. Deswegen. Es wird ja irgendwie möglich sein, die zu finden, oder? Also hier ist Sackgasse. Kann ich auch nicht rein, ja. Schade. Liegt da hinten ein Besoffener? Ah, ne, ist ein Penner. Hey, I'm looking for someone. That's not my problem. Oh, das ist ja nett. And a boy, this tall. Have you seen him? Joe, still not my problem. Oh. Now, why don't you leave me alone? Was ist los? Oh, du hast ihn gefunden? Hey, Leo, ja, ich hab ihn gefunden. I think I see your kid down there. Come Let's on, check you must have seen them. Ja, warte. Wo bist du? Da, genau, gerade. Ja, perfekt. Ja. Vorne warte. Rechts. Vorne rechts. Ja, jetzt ein bisschen rechts halten. Geradeaus. Ja, geradeaus jetzt? Ja, genau, perfekt. Machst du super. Achso, nee, ich bin extra da nicht lang gegangen, weil das so aussieht, als ob man da nicht rauskommt. Der iCode sagt, er findet meine Streams sehr schön und wegen mir will er YouTube anfangen. Das ist cool. Das ist sehr cool. Sehr großes Lob. Das ist ein Kompliment, würde ich mal sagen. Ja. Freut mich. Schön. Schön, dass wir ein paar Leute glücklich machen. Richtig. Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Aber es ist traurig, in was für einer Absteige die beiden wohnen. Hey, mhm. Cops. Ui, die Frau ist aber tough. Ja, die hat es sofort geschnallt. Mhm, richtig. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Oh, was wollt ihr? Oops. Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Nicht, dass die da eine Streif irgendwie lassen oder sowas. Die müssen doch abhauen, die müssen doch in ein anderes Land, die würden doch nie wieder Ruhe finden. Mhm, ist echt so. Auch an deine Mutter und Vater? Oh, was sagen die denn, wenn die das hier gucken, du? Da will ich gar nicht wissen, was die Eltern manchmal denken. Nee, echt nicht. Ich bin zwar selber Mutti, aber trotzdem. Of course we are. You okay? Wie romantisch. Wie schön, dass sie ihn annimmt und nicht sagt, ey, verpiss dich. Ja, oder bist du noch ganz dicht, warum gehst du aus dem Knast raus? Richtig, das könnte ja auch sein. Was sagt der Kleine? Oh Gott. Aber ich verstehe es irgendwo. Ja, wegen seiner Nase. Nicht wegen seiner Nase. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. Verständlicherweise. He found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh shit. It's okay, baby. Come here. Was für eine liebevolle Frau. Mhm. Ja, das ist Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Was ist ein Ritter ohne Helm? Ich weiß es nicht. Speak to Alex. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Das muss ich wohl übernehmen. Ich glaube, das macht nichts, wenn du das... Ich kümmere mich mal um deine Frau. Aha, aha. Hey. Hey. Hallo, du, ich war lange im Knast. Wie wär's? Thanks. So, how long have you known Leo? A while, I guess. Hey, Alex. Leave me alone. Hey, was? Can I help you with something? Oh, der hat Angst. Oder nicht Angst, aber der mag dich nicht sehen. Nee. Nah, I'm good, thanks. Alright, just let me know if you need anything. You know, I've worked on a few of these before. Oh yeah? Das tut dem Papa aber auch weh. Natürlich. Oh Mann. Hey, I could use your help. Can you get something for me?
zum Baumhaus gehen. Ich muss den nochmal hinterherlatschen. Ich glaube, der Junge will nun wirklich nicht. Boah, hier kann ich auch jedes Spiel spielen. Kann man auch Dart spielen. Kannst alles machen. Das ist ja das Coole. Oh. Wunderschön, dass er die Sachen gemalt hat. Das bricht dann fast das Herz. Want to start it up for me? Yeah, I could do that. Go ahead. Hey, packst du meine Frau an, bist du tot. Pfeil werfen? Das hat er gar nicht gehört. Wilhelm. Oh. Muss schon richtig machen, mein Freund. Oh. Oh. Na? Hä? Come on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Hey. Das muss echt ein Schock sein für den Kleinen. What's this? Schön. Hey, look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? Alright. Don't worry, I'll fix it for you. Ah, let's see. I think I'm gonna need a hammer. Einen Hammer brauche ich. Hast du da einen rumliegen bei dir? Ja. Ah, ne, hier liegt einer. Alles klar. Gut. Du spielst erstmal da, ne? Aber machst du dich an meine Frau ran, dann gibst du aber Kloppe, du. Zu spät. Ja, also ich würde ihn eine längere Zeit nicht mehr küssen, sagen wir es mal so. Ah. I. Hast du deinen Fischgeruch hinterlassen, oder was? Hey! Schweinerei. Das waren nur 4 Wochen und du hackst immer drauf rum. Ja. Ja, als ob. Dräng mich nur weg. Sorry. Oh. Nur wahre Eltern können dies jetzt nachempfinden. I love you, buddy. Ich glaube auch. I love you so much. You wanna play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes, I am. Oh, ich hab Pipi in den Augen. Ja. That could be fun, but maybe we should get. Ich kann auch kein Basketball. Oh, come on, just one game. Es geht aber nicht wegen des Basketballs. Ich weiß. Ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I'll win. Aber dass sie da nicht so richtig drüber sprechen. Mhm. Wir verdrängen das aber beide, glaube ich, ein bisschen. Ja. Super. Okay. Super gut, so macht man das immer im richtigen Leben. Einfach alles verdrängen. Naja. Oh, das. Das war das. Dreht sie sich weg. Oh, jetzt auch. Hier. Und? Nice. Ha? Ha? Will nicht angeben, aber das. Wie, der rollt voll komisch, der Ball. Ohne. Hä? Es ist so wie, der war draußen. Did you see that? Was kann man hier noch? Siehste, guck mal, der kleine Junge spielt mit den beiden erwachsenen kriminellen Jungs. Oh. Gut, ey. Mann. Ja, ja, geht doch. Komm, wirf. Ja, braves Kind. Braves Kind? Braves Kind. So. Braves Kind. Hä? Der hat Magnethände, der Junge. Der hat Magnethände. Immer halt ihn hoch. Ja, natürlich. Oh. Yay, I scored! Wie alt ist der? 5 Jahre alt? Nee, ich glaube älter, oder? Der ist doch älter. Ja. 14, 15? Nein. Okay. Sagen wir mal so 7, oder? Ja, ich glaube 7. Ja, 6, 7, sowas. Ja. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right? We are, but I need to get going soon. Yeah, I know. Oh. I'm just happy to see him smile again. Yeah, me too. Come on, let's talk. Die gehen jetzt reden. Mm. So. Zum Wohnwagen gehen. Mm. If the cops found us, then Harvey could too. Und ich darf Basketball spielen. Mein Ball. Geh weg. Gehst du weg. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? How the fuck could I trust him? Wie kann ich denn irgendwie abgeben hier?
is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Hoffen wir's mal. Linda, any idea where he is? Ray, what do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. Wahnsinn, das ist eine traumhafte Frau, Mann. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Ich unterstütze dich in allen Kriminalitäten. Krass, die macht einfach mit, du. Ja, gnadenlos. Ohne Wenn und Aber. Flug. Also, wirklich. Machst du das für deinen Mann auch? Also ja. Ich wäre ein bisschen überfordert mit dieser Frage, muss ich ehrlich gestehen. Das wäre schon echt heftig. Ich denke, das ist jetzt auch gerade ein wunderschöner Cut. Ja. Nice going, buddy. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can't we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Wollen wir nur mal hoffen, dass der Sohn nicht kriminell wird. Mhm, bei den Vorbildern. Ja, irgendwie habe ich da so ein blödes Gefühl. Komisch. Das stimmt, das stimmt. Gut. Oh. Magst du schon einen Cut machen? Leider. Sohnemann ins Bettchen. Schade. Ich weiß, wirklich schade. Wir machen beim nächsten Mal länger, ich verspreche es euch. Ja. Ja. You will. Trust me. Schade, jetzt habe ich das Finale genannt. This way. Hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Wir bluffen. Wir bluffen? Ich dachte, wir machen Stopp. Ach so, stimmt. Okay. Genau, dann sehen wir nächstes Mal, was wir dann auswählen. Bluffen? Richtig. Ja, wir gucken mal. Wir werden mal schauen. Drohen ist natürlich immer hier Leos Weg. Das wissen wir ja schon, wie da drauf ist, der Kumpel. ja, ich würde die Folge, also den Stream gleich nochmal umnehmen, weil Finale war es jetzt ja noch nicht. Das war dann, das kommt dann das nächste Mal, würde ich sagen. Richtig. Ich weiß ja nicht, wir sprechen uns nochmal ab, wann wir das dann machen. Also richtig. Auf jeden Fall muss das Ende durchgezogen werden, weil jetzt bin ich schon so heiß da drauf, jetzt, ne? Ja, richtig. Aber vergiss nicht, das sind noch ein paar Stündchen, ne, bis wir das Spiel durchhaben, ne? Also, ich glaube insgesamt 6 Stunden. Also okay. Okay, nächstes Mal müssen wir das durchhaben. Ja, nächstes Mal schaffen wir es wirklich durch und so weiter. Ja, ne? Weil wir haben ja jetzt heute schon wieder 1:39, also fast 2 Stunden. Richtig. Und letztes Mal haben wir ja auch irgendwie 2,5 Stunden oder stimmt. So gemacht. Ja, und dann schaffen wir es beim nächsten Mal. Nächstes Mal ist dann Schicht im Schacht, leider. Richtig, leider. Es wird ja mal gesagt, dass es ein sehr, sehr kurzes Koop-Spiel ist, aber ein wirklich sehr schönes, muss man auch wirklich sagen. Also ich bin bisher echt begeistert. Mir geht's nicht. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ob ich später nochmal streame, weiß ich noch nicht so ganz und ich bin mir auch noch nicht sicher, was. Und jetzt muss ich erstmal so nochmal ins Bett bringen. Und genau. Ja, der hat es heute genossen natürlich, der durfte ein bisschen länger aufbleiben, weil wenn ich schon mal die Chance habe, mit der lieben Amy aufzunehmen, dann muss man das immer wahren, weil wenn man zusammen eine Partnerschaft macht, das ist ein bisschen schwierig immer, dass man mal Zeit findet, weil jeder hat so sein Real Life und seine Mein Aufnahmen. Kleiner ist ja noch ein bisschen jünger, der geht schon 7 ins Bett. Okay. Hi Nico, aber leider sind wir schon am Ende angelangt, das ist ärgerlich. Schade. Aber Amy, ich glaube, du kannst ja jetzt weiter streamen. Ja, das ich weiß ja nicht, was. Ich habe ja gar nichts vorbereitet, du. Ich hatte ja nur das Spiel vor der Abend. Dann guck mal, was Steam so hergibt. Also, das ist doch, ja, ne? Starband. Ich noch sehr viel. Also, wenn jetzt hier alle schreiben, wir weitermachen, dann kann ich mir noch was aussuchen. Dann ja, ich mal. Doch, das ist mir so. Super. Okay, von meiner Seite, gute Nacht, Stream. Es war mir eine Ehre. Genau, dann gehen wir beim Game mal eben raus und dann gehe ich mal eben hier kurz auf den Talk-Bildschirm. So, jetzt dauert es nur noch kurz. What's your plan? Stay the hell away from me, okay?
I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. It's pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh, crap! You okay? Do you have a problem? Yeah, I got a problem with you. I love you, buddy. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. See? Problem solved. Come on, Leo!